Macht den nicht mehr hier. Schade. Schade ist das. Und traurig. McFord William, hallo. Go, das war ganz schön knapp. Look at that! Look at that! This! Wusste ich gar nicht, dass es hier eine gibt. Totenblattkopfform. Oh. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich auf diesem Ding lande. Dann halt nicht. War mal ein schöner Versprecher beim Alex. Okay. Totenblattkopfform. Es tut mir leid, falls man mich spatzen hört. Sollte ich vielleicht dazu sagen. Gott. Oh, das war knapp. Nice. Nice. Okay, leider muss ich jetzt wie angekündigt noch länger weg. Ich weiß nicht, ob ich es nachher nochmal schaffe. Also entweder bis nachher oder bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß noch. Dankeschön, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Spaß oder whatever bei deinem Vorhaben. Dafür ist der Chrissy gerade nach Hause gekommen. Vielleicht gibt er sich doch nochmal die Ehre. Schön. Ein Stückchen habe ich jetzt noch. Ist die Frage, wie lange ich mir das jetzt noch aufheben werde. Great.
Ach, der Thrawn ist hallo. Der Thrawn ist wie so ein alter Oma. Hallo, ihr ungeimpften Wesen. Das ist tatsächlich wahr. Ich bin noch ungeimpft. Yay! Pille! So, jetzt hau ich mir den aber noch ein. Ham! Ach stimmt, können wir noch gar nicht auf Zeit machen. Ist gut. Was haben wir denn jetzt noch? Future Frenzy und Sphinxinator. Ich glaube, da gibt's Thrawn ist Scharlatan. Gibt's hier den blauen Edelstein? Ich weiß es nicht. Frage ist, gibt's hier Kisten auf der Seite? Ne. Oder nun? Ich vermisse den Peter Rainer. Mit dem konnte ich mich abarbeiten. Die Melodie hat sich aber anders angehört. So, wo gibt es hier... Gibt es hier eine Totenkopfplattform? Ach, come on. Schon der 5. Martinshorn heute. Ich hoffe mal nicht, dass es hier eine Totenkopfplattform gibt, sondern... Dass es hier nur... Blau und, ja, blauer Edelstein, okay. Ich hab gar nichts gemacht. Warum sind die explodiert? Also muss ich hier auf jeden Fall keine Dings fürchten. Okay, hier gibt es auch keine Kisten. Das ist. Ach scheiße, den hätte ich nicht mitnehmen sollen. Obwohl ich könnte. Kann glaube ich wieder zurückdüsen, ne? Kann das sein? Achso, ich bin doch tot. Okay. Jetzt kann ich nicht mehr zurückdüsen.
okay, das ging sehr gut. Ich wollte den ja ursprünglich nochmal beleidigen, aber Shen hat mich gebremst. Schade. Das wäre bestimmt schön eskaliert. Ich wollte gerade ejakuliert sagen. So. Again. Also ich wollte den Warp Room hier jetzt noch fertig machen. Oder? Ja doch, wir machen den Warp Room hier noch fertig. Und Jan kommt 4-2. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich mich drauf freuen soll oder nicht. Also ich hatte heute eigentlich Bock auf der Arbeit da drauf. Habe ich das vorhin, die Updates installiert. Und dann war ich im Menü und dann war das die Demo, die gelaufen ist. Und dann hatte ich nicht mehr so Bock da drauf. Böhmermann ist erst wieder im September am Start. Ey, ich guck null Böhmermann, ne? Ich habe vorgestern Feuer und Flamme geguckt. Das kommt jetzt wieder. Im WDR. Oder halt auf YouTube. Wo man es auch gucken möchte. Was ist das denn? Das ist die Feuerwehr Bochum. Die wird begleitet auf ihren Einsätzen. Also Feuerwehr und Krankenwagen. Sehr interessant. Vor allem die erste Folge. Also die erste Folge der vierten Staffel jetzt. Die war hardcore. Da hat es einen Schrottplatz in Bochum gebrannt. Holla die Waldfee. Da habe ich schon gedacht, wenn das die erste Folge ist, wie wird dann bitte Staffelfinale? Netflix auf meine... Nee, das war nicht Lupin. Was habe ich denn da auf die Liste gesetzt? Das war irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Für irgendeinen Typ, der sich unsichtbar machen kann. Da ich es bei Neo noch nicht wirklich verfolgt habe, kann ich das leider nicht beantworten. Ich dachte gerade schon, es wäre eine Totenkopfplattform. Hast du den Trailer zu Sherlock Holmes Chapter 1 schon gesehen? Was ist mit der Kamera los? Das war nicht so ganz richtig. Ein bisschen Angst, dass ich durch die Kisten durchdrehe. Also durch die Metallkisten. Übrigens war gerade kurz ein bisschen AFK. Du hast, glaube ich, nicht wirklich viel verpasst. Rums.
Wieso nimmst du die eine Kiste nicht mit? Welche? Welche Kiste? Oh no! Oh, scheiße. Weil ich im Kopf hatte, dass die kaputt geht. Durch die TNT-Kiste. Oh, scheiße. Ah, danke, dass du was gesagt hast. Wir machen auf jeden Fall nur noch dieses Level. Future Frenzy kommt dann beim nächsten Mal. Was hoffentlich wieder in einem Monat sein wird. Ich bin ja jetzt, ich glaube jetzt das dritte Mal schon ziemlich im Zeitplan drin, dass ich jeden Monat einmal streame. Muss ich gleich auf jeden Fall dran denken, dass ich die mitnehme. Das wäre lustig geworden, wenn ich eben von dem Confi-User nichts gesagt hätte. Und ich dann einfach so ins Ziel gelaufen wäre und mir hätte eine Kiste gefehlt. Dann wäre das Geschrei aber groß gewesen, so. Ich glaube, das hat was mit dem Wirbel. Tornado-Dreh-Gezumpel zu tun. Dann rutscht man halt einfach durch den durch. Ist auch okay. Bonzer Boy oder Wonka Boy. Hallo. Was geht? So, jetzt denken wir aber mal an die Kiste, ne? Komm, scheiß auf das Leben, echt. So. Jetzt haben wir dran gedacht. Wollte mal wieder reinschauen. Alles gut alles gut bei mir und bei dir? Ja, bei mir ist auch alles supi-dupi. Ist das gerade auf der PS4? Ja! Das wär's natürlich gewesen.
Aber ich vertraue dir da schon, dass ich die. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die verpeilt habe. Aber erst nachdem du es gesagt hast, dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin immer weg, euch viel Spaß, Freunde des Internets. Gut, dann Dankeschön, dass du da warst, Tobi. Ich wünsche dir noch einen schönen Feiertag. Und, ja. Und so, ne? Gut. Dann wären wir hier bei Crash auch erstmal durch. Wir machen dann im nächsten Stream weiter. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.